Doch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Mein Name ist Allison Burger und ich freue mich so sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier auf der Kommandozentrale von Ubisoft, haben da gerade den neuesten Trailer geleakt und wissen noch gar nicht, was wir jetzt alles Krasses machen. Wie viele Forschungspunkte haben wir denn eigentlich? 3 Forschungspunkte verfügbar. Die können wir doch bei Social Engineering. Haben wir aber nicht genug für. Dann setzen wir die erstmal anderweitig ein. Treffsicherheit. Kampfexpertise. Hier. Automatische Sachen. Erstmal einsetzen. Ist noch ein Forschungspunkt übrig. So, was sagt denn unsere DedSec-App? Wir haben Bloom erledigen, Cyberdriver. Wenn wir Follower und Bloom auszuschalten. Ja, da steht halt nicht dabei, wie viele. Wenn wir Bloom erledigen wollen, brauchen wir Millionen Follower. Millionen! Mission verfolgen. Sieh dir den Filmtrailer im Hauptquartier an. HQ können wir Schnellreise hinmachen. Das funktioniert. Ja, da müssen wir jetzt nicht hinfahren. Ich finde, das Fahren hier ist irgendwie nicht so spektakulär. Da haben wir mehr Schwierigkeiten mit, als dass wir da irgendwas mit gewinnen. Scout X-Ort in der Nähe. Den müssen wir uns nachher nochmal angucken. So, was hast denn du für einen Trailer für uns, my friend? Okay, wir gehen direkt rein. Wir quatschen erst gar nicht. Wir gehen direkt rein. Yo, Marcus. Hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver! Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Action-Held vom Feinsten! Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wie verliebt er guckt. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Ja, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DedSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. Hackerfilme werden eben gehackt. Ja, das ist absolut korrekt. Voll geil. HMB die sind Studios. Schon ein bisschen creepy. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DedSec. Ich frage mich ja, ob, wie heißt der nochmal? Wer da? Deine Zukunft, Freund, fick dich. Und fick deine Mutter. Einkommen, Fehler.
Und scheiß Orleans, Johanna. Ich sehe dich auch. Ein schüchterner Schöngeist, ein Kompfehler. Keine Zeit für deinen Scheiß, Horatio. Nein, 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 nein. Also er hier. Wie heißt er nochmal? Yo, willst du dem Magier zuschauen? Das Zusehen werde ich... Du willst Magie? Ho, ho. Ich war im... Und erst... Nasse. So schnell habe ich es dann doch nicht. Ob wir noch jemals ein wahres Gesicht kennenlernen, das würde mich ja mal interessieren. Weil davon haben wir irgendwie noch gar nicht so viel gesehen. Haben wir noch gar nichts von gesehen. Nicht viel, wir haben einfach gar nichts davon gesehen. So, wir fahren jetzt zu den HMP Studios. Um dort neue Follower zu bekommen. Und einen eigenen Film zu drehen. Ich finde es einfach geil, dass diese Statue hier steht. Erinnert mich hardcore an Skyrim, wenn ich ehrlich bin. So. Wo müssen wir denn hin? Beziehungsweise, wir können ja nochmal gucken. Wir haben ja Scout X. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Weg was vom Platzieren. Cool. Das ist ja direkt um die Ecke hier. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du wirst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist... Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen, tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DedSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich... Scheiße, jetzt habe ich den Dialog abgebrochen. Das wollte ich gar nicht. So, wir haben 13.611 Tacken. Das ist nicht so viel. 203 Meter nur. Wo ist denn das? Da. Ah, da kommen wir mal kurz hin. Das können wir steuern. Ja, wir brauchen halt so ein bisschen Cash. Wir müssen uns halt so eine Drohne drucken. Aber ich glaube, die kostet ein paar mehr Tacken als das, was wir haben. Die war, glaube ich, richtig teuer. Na gut, fliegen ist halt auch schon krass, ne? Fliegen ist halt schon krass. Ah, da freue ich mich schon auf Watch Dogs Legion, weil das finde ich irgendwie ein bisschen geiler als das, was wir hier haben. Jetzt so rein vom Setting und das, was ich gesehen habe. Gespielt habe ich es noch nicht. Ah, guck mal hier. Ah ja. So. Ich weiß gar nicht, wie sich... Es ist ja hier Pride. Aber ich weiß gar nicht, wie sich diese Straße heißt. Oder nennt. Drag Queen Türsteher. Erstmal ein Foto von machen. Genauso wie in der echten Welt. Drag Queen Türsteher. Castro Theater. Drinks und Möpse. Nicht, wenn es für YouTube ist. Das gibt nämlich nur Ärger. Warte mal, wo ist denn das Theater? Ich hab's gefunden. Das Castro Theater. Hat mir einen neuen Level gebracht. 6 Forschungspunkte. Und damit können wir uns jetzt nämlich hier markiert automatische Profile von Leuten mit dicken Bankkonten in der Nähe. Weil ich glaube, das ist ganz praktisch, wenn es dann darum geht, dass wir halt einfach an Geld kommen. So, aber wir scheinen hier offensichtlich Forschung verfügbar. Noch 3 Forschungspunkte. Fahrzeugkicking. Treffsicherheit. Stadtzusammenbruch.
Naja, viele kann man ja gerade nicht machen, aber wir nehmen einfach noch. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit für Pistolen und die Elektroschockwaffe. Warum nicht? Ist zwar jetzt noch nicht so von Wichtigkeit gewesen, aber es kann ja nicht schaden erstmal. So, da brauchen wir jetzt aber trotzdem erstmal ein Auto. Sport. Der hier bestellen. So, und er steht. Da. Oh, er hat eine neue Farbe bekommen. Blau. Also in Silber hat er mir besser gefallen. Ja, wir scheinen uns den Wagen hier offensichtlich nur so auszuleihen. Das ist kein Kauf, den wir machen. Wir leihen offensichtlich nur. Okay. Kann man machen. Mein Wagen in echt ist auch nur geleast. Jedem November geht er wieder zurück. Das heißt, ich muss jetzt ich bin aktuell schon dabei, mich nach einem neuen Wagen umzuschauen. Ah, das ist gar nicht so leicht. Bin sehr unentschlossen, was das angeht. Und es gibt einfach viel zu viel inzwischen. Das ist viel problematischer. Und was braucht man? Das ist dann immer auch nochmal so eine Sache. Und was kriegst du? So, HMP Studios. Ich würde sagen, ist ein Hacker. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Hey, wo ist mein Wagen hin? So, hacke dich in HMP Studio 3. Audio-Konversation. Ihr habt alle keine dicken Bankkonten, ne? Einkommen. Arbeitsloser Schweißer. Und Säufer. Leichenbeschauerin? Was macht denn eine Leichenbeschauerin? Human Capital Managerin. $53.000 kriegst du nur. Klingt gut. Ich melde mich mal. Danke für dein Geld. Probleme, als hätte ich nicht schon genug. Lange mit dem Jumper an für Markus nicht erreichbar. Der Jumper kann mit Objekten und Sicherungsterminals interagieren. Drücke B, um den Jumper einzusetzen. So, dann gucken wir mal. Noch weiß ich nicht, wo Markus nicht ankommen soll. Eine Verstärkung rufen. Hacken für nicht tödlichen Schock und lokalen Blackout. Doch das Kacklicht aus. Hat alles geklappt. Du Vollidiot. Was heißt das? Hier ist eine Leiche. Okay, das war knapp. Das war knapp. Okay, aber. Du willst es echt wissen, was? Okay, so. Da steht halt. Hast du das gehört? Ein Jumper wird entdeckt. Finde Zucker. Was? Finde Zugangsschlüssel. Arschloch. Arschloch, sagt er zu meiner Drohne. Mit Zugriff auf Cyberdriver Skript.
Okay, jetzt haben wir das Skript von Cyberdriver. Ich hab es. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Okay, aber wir kommen hier über die regulären Wege nicht zurück. Wir können ja auch Studio-E-Mails herunterladen. Ah, natürlich müssen wir noch Studio-E-Mails herunterladen. Ich würde sagen, dafür nehmen wir die andere Seite mit dem anderen Turm. Das ist ein bisschen praktischer an der Stelle. So, da holen wir wieder die Drohne aus. Es fällt doch überhaupt nicht auf, wenn sich einfach so ein Typ einfach mal so hinsetzt, ne? So, Sperrgebiet. Cyberdriver, ach, guck mal einer an. Was ist das für eine kleine Drohne? So, wie kommen wir denn da oben hin? Dein Jumper wurde entdeckt. Ja, knallen die den jetzt ab oder was machen die damit? Okay, hier kommen wir nicht rein. Ja, das war natürlich... seltenst dämlich. Zugegebenermaßen. Das war richtig dämlich. Gut, nutzen wir die Zwischenzeit, um von dem HMP-Logo mal ein Foto zu machen. Ist das nicht schick? Wir machen mal wieder hier so. Yeah, Mann. Unsere Follower. Warte mal. Dann das hier weg. Gehst du noch? Bam! Geil. Komm, nochmal hier. Ja, oh, oh, ist das sexy. Davon brauchen wir unbedingt Bilder. Sehr schön. Geiler Typ. Es kann regnen. Ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Okay, aber Kampfdrohne ist wieder einsatzbereit. Kampfdrohne. Unsere normale Drohne. Okay, du betrittst ein Sperrgebiet. Jetzt sprengen wir uns aber mal bitte nicht in die Luft. Hey, hey Sie! Wieso sagt der Hey Sie? Das macht gar keinen Sinn. So. Ja, aber er hat mich gesehen. Er ist ein bisschen... Und wenn ich außer Sichtweite bin, dann hat er mich schon wieder vergessen. Also der hat ein sehr, sehr kleines Kurzzeitgedächtnis, dieser Mitarbeiter. Ich weiß ja nicht, ob der so für diesen Job geeignet ist. Ach, das ist so nervig. Wir hören uns jetzt schon seit Stunden. Ein Jumper wurde ent... What? Was ist das? Schwamm aus und findet ihn, los! Okay. Dann versuchen wir es halt jetzt über einen anderen Weg. So nicht mehr, Freunde. Glaubst du ja wohl nicht. Das geht zu weit. So, ich hol mir jetzt das Ding, damit wir da vorne irgendwie aufs Dach drauf kommen. Ich fahre mich bitte nicht selber platt, das wäre richtig ungeil. Ja, er ist schon weg, ne? 2 Sekunden später. Oh, keiner hier gewesen, da können wir jetzt aber gehen, ne? So. Ach, guck mal einer an. Hier kommen wir ja einfach rein mit unserer kleinen Mini-Drohne. Nein, ich mach's mal wieder saukompliziert. Okay, wir müssen hier irgendwie rein. Wir kommen hier ohne die Mini-Drohne nicht rein. Keine Chance, aber macht nix. Also, da habe ich mich jetzt... Ich stelle mich jetzt aber auch dumm an. Kann man ja mal ehrlich sagen, ne? Hey, warte mal.
Okay, interessiert wohl niemand. Ich hatte eigentlich gehofft, dass, wenn ich das jetzt hier so mache, dass dann jemand hier rauskommt, ne? Und die Tür aufmacht und ich dann einfach reinlaufen kann. Wie viel Schuss haben wir eigentlich? Genug. Warum hätte ich eine Paintball-Waffe? Das ist zu geil. Oh, warte mal. Verliere ich jetzt jedes Mal ein ganzes Magazin? Ne. Aber wir können wieder. Okay, da mit der Paintball-Waffe rummachen ist schon ein starkes Stück. So, dann mach mal. Nice. Nice. Moment, was ist das? Was ist denn los? Ja, mein Freund, aber ich muss jetzt hier gar nicht mehr rein. Klage Galilei. Die haben uns für 4 Mios Schrott verkauft. Reiß denen den Arsch auf. Nicht zu geheimen Mails. Okay, ich hab dann wohl alles. Was ist mit dem Auto? Ist nicht hier. Wir müssen es wohl irgendwie anders finden. Ich hau jetzt ab. Hallo. Kuckuck. Hey Leute, ich hab eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. Ach, den nehmen wir mit. Jumper zurückrufen. So, also hier sind wir fertig, ne? Verlasse das Gebiet. Oh, das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Da hinten steht noch mal so eine Hebebühne. Okay. Was ist das hier eigentlich? Na super. Ach, das ist die Hebebühne, die da vorne schon steht. Oh, ein Polizeiauto. Wir rennen jetzt einfach mal da vorne hin, damit wir aus dem Gebiet draußen sind. Und dann gucken wir mal, wie die Mission weitergeht. Als nächstes müssen wir ja wahrscheinlich das sprechende Auto stibitzen. Ich habe ja was zu trinken stehen. Ich habe nämlich Durst. Muss doch mal gleich was, eine Kleinigkeit trinken. So, das haben wir geschafft. Botnet-Aufladung. So, Mission abgeschlossen. Deadzeg, Cyberdriver. Markus, ich kenne einen Papa. Scheiße, jetzt habe ich das natürlich abgebrochen. Ah, da verhalte ich mich nicht so smart. Scout, was sagt das denn? Oh. 468 Meter, ist schon relativ weit weg. Ah, jetzt haben wir erst Deadzeg-Mission abgeschlossen. Okay, wir müssen da hinten hin. Ah, da können wir auch zu Fuß hingehen. Das ist ja noch nicht so weit weg. Ja, der fährt meinen Wagen. Und die Bullen fahren hier lang. Mit den Bullen hatten wir noch irgendwie gar keinen Ärger jetzt. Ist der auch wirklich da vorne oder? Ah, okay. Wir müssen doch nochmal fahren. Da steht er. Ja, dann fahren wir da jetzt mal kurz hin zu dem Paparazzi. Ich habe natürlich missionstechnisch gesehen alles übersprungen, sodass wir keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Oder warum wir hier was machen. Maps. Dann nehme ich dahin mal kurz Wegpunkt setzen. Und wir fahren da mal schnell hin. Aber dem Wagen sind wir ja schnell da. So, unsere Botnet-Armee. Ja, war schon gut, dass wir hier am Anfang gesagt haben, dass wir die zusätzlichen Bot-Teile nehmen. Weil das war ja nix. Das ist ja nix gewesen. Scout-Ort in der Nähe verfügbar. Ist das hier ein Scout-Ort?
Ne. Woran erkenne ich die? Echt viele Bilder hier schon. Scout X. Marcus, hast... Ich bin echt unzufrieden, dass jedes Mal, wenn ich am Handy bin, dass ich dann aus Versehen die ganzen Texte mal alle wegdrücke. Oh, was ist das denn? Die muss Kohle haben. Ah, hier ist das Ding. Ja, du hast gerade gemerkt, dass dein Geld weg ist, ne? So, neues Foto. 8000 weitere Follower. Wie gehen wir denn hier zurück? Ne? Hier ist Escape zurück. Scout-Missionsziel erfüllt. So, so, jetzt haben wir also auch mal... warte mal. Hier ist was. Da ist was. Das ist nämlich... diese Tüten... sind nämlich jedes Mal sau viel Geld wert. Die sind nämlich gar nicht mal zu vernachlässigen. So, was haben wir hier noch? Ja, den haben wir jetzt. 77 Meter, Wegpunkt platzieren. Irgendwie macht mir das Spaß, die Dinger abzufrühstücken. Ist hier irgendwas auch noch? Was Krasses? Da. Sprechen. Man kann hier schon echt viele Sidequests auch machen. Okay, aber wir wollen auch jetzt nicht zu übertreiben, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen sind wir eigentlich schon mal hier. Scout X. Chinatown Tor. Ah, okay, wir sind einfach nur zu nah dran. Ja. Da haben wir es erwischt. So, jetzt fahren wir aber mal hier unten hin. Das gibt's ja wohl nicht. Ich meine, das kann ich irgendwann mal, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, privat nochmal einsammeln. Neue Mission verfügbar von DedSec. Ja, nice. Oh, die Tram ist hier. Bin ich noch nie gefahren. Möchte ich aber auch nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Angst vor so Dingern. Ich habe immer Angst vor Verkehrsunfälle. Also, Straßenbahn in Deutschland ist natürlich was anderes, aber das hier ist irgendwie... Da gibt es nochmal einen Unterschied, meiner Meinung nach. Ich dachte, hier wäre ein Polizeistation oder so in der Art. Was war das? Irgendwas war hier. PvP, Hacker Invasion. Hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Und? Hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Du weißt, wie Primate drauf ist. 647 habe ich mir jetzt nicht stibitzen können, aber... aber reich war der jetzt trotzdem nicht. Das überrascht mich. Da oben ist der Paparazzi, da müssen wir hin. Ja, wie komme ich denn zu dir? Wahrscheinlich über den Hintereingang. Eine tödliche Explosion brauchen wir an der Stelle nicht. Wir müssen... Hier war ich doch schon mal. Hier ist Ubisoft. Wir sind wieder bei Ubisoft. Alles führt mich irgendwie immer zu Ubisoft. Unglaublich. Was beobachtet der denn bitte hier?
Gucken wir mal, was der macht. Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Er hat ihm gerade einfach ein Porno geschickt. Okay, ich habe ihm die GPS-Daten des Autos geschickt. Ich habe mit einem Porno bezahlt. Na, so läuft es halt im Leben ab, ne? Da ist er vorbeigefahren, habt ihr es gesehen? Bro, pack das Ding mal weg. Wir sind hier im Nudelpark. Das heißt, hier ist der Google Park. Ich glaube, irgendwann muss ich wirklich mal nach San Francisco. Ich bin, in New York bin ich schon gewesen. New York, Washington, D.C. All sowas. Bin ich schon gewesen. Ah, hier darf man wahrscheinlich nicht rein. Ich wäre jetzt einfach da reingelaufen, ne? Stiehl das Auto. Das kann ich mit meiner Drohne leider nicht machen. So, habe ich denn einen nicht tödlichen Schock? Okay. Hier steht ein Polizeiauto. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal die Situation an, wie wir denn hier vorankommen. Was wir hier alles machen können. Wir haben natürlich sehr viele Hebebühnen hier. So. Botnet-Aufladung. So, wir gucken mal. Ich glaube, hier ist jetzt... Aha. Okay, Kamera. Ich brauche Kameras. Ah, wir haben hier sehr viel Sicherheitspersonal. So, du gehst da jetzt nachgucken. Ich glaube, das müsste den jetzt gerade zersetzt haben. Er hat es. Vor kurzem hat sie durch... So, gucken wir mal, wie weit wir mit unserer Paintball-Knarre kommen. Da ist eine. Okay, okay. Nee, einfach mit der Software-Knarre. Komm her, zeig dein Köpfchen. Hat der jetzt Verstärkung gerufen oder nicht? Ich glaube, ich habe es gerade noch so abgebrochen. Oh, cool. Also die Paintball-Knarre war jetzt eigentlich nicht schlecht. Aktivieren. Systemcheck. Super. Los geht's. What? Alle Einheiten, wir verfolgen ein gestohlenes Fahrzeug des Filmstudios. Zentrale Luftunterstützung. Unbekannt wurde eine feindliche Person in ihrem Bereich gemeldet. Schüttel die Verfolger ab. Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir. Aber wir können einfach... Sie sind nicht autorisiert,
Fahrzeug zu steuern. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. So, wir müssen uns halt alles holen hier. Erstmal dem Piloten das Gehalt abknöpfen. Eine? Ich habe halb San Francisco hinter mir. Au! Verdammt! Ihr Gesicht ist zu dunkel für meine Sensoren. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Nein, natürlich nicht. Alter! Die KI macht mich fertig! Bleibt mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Ich habe aber auch wirklich den dümmsten Weg genommen, den man hätte nehmen können. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes KI-Auto. Alter, ich will hier raus! Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja! Yeah. Was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Ich höre den Stimmen des Fahrzeuges zu. Ich bin schockiert darüber, was für eine Dummigkeit ich hier mache. Ja, ich hänge euch auch nicht. Ich habe einen Hubschrauber hinter mir. Ich habe alles hinter mir. Ich bin in scheiß Schwierigkeiten. Zentrale, wir drehen um. Vielleicht läuft er uns über den Weg. Ja, wir haben den Sichtkontakt verloren. Versuchen, ihn wiederherzustellen. Okay, die sehen mich doch. Ich hab gedacht, ich kann das Spiel verarschen. Kann ich aber nicht. Schade. Naja, man muss ja Sachen versuchen. Okay, und ab über die Golden Gate. Kein Sichtkontakt. Neue Position. Oh, nice. Verdächtige außer Sicht. Suchen weiter. Okay, wir müssen irgendwie in die Stadt. Alter, die sind gar nicht mal so blöd eigentlich. Ich regle das ganze Gebiet ab. Zentrale, von oben ist der Verdächtige nicht zu sehen. Informiert die Bodeneinheiten. Hier wird geschossen. Wir fallen zurück, Zentrale. So, aber ich glaube, Cops töten. Ist nicht so geil. Egal. Wir sind die Kriminellen. Wir versuchen ihn zu blocken. Ich stecke in Schwierigkeiten. Aktion sucht gegen ab Texas. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall in die Stadt. Wir brauchen. Wir brauchen Ampeln, wir brauchen Gasleitungen, wir brauchen alles. Okay, Bomben sind scharf geschaltet. An alle Einheiten sind auf dem Weg zu Verdächtigen. Wir versuchen ihn aufzuhalten. Okay. Alles, was wir mitnehmen können, müssen wir mitnehmen. Okay, also Verfolgungsjagden sind hier echt kein Spaß. Wir müssen jetzt smarter sein. Wir haben jetzt zu viele Ampeln.
Okay. Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Er ist von der Straße runter. Wir müssen ihn stoppen. Nein! Oh! Ah, das tut so weh. Aktivieren. Systemcheck. So, oh, das war so schmerzhaft. Alle Einheiten, wir verfolgen ein gestohlenes Fahrzeug des Filmstudios. Verstanden. Verdächtiger flieht. Luftunterstützung unterwegs. Sie bringen noch jemanden um. Okay, auf keinen Fall auf die Autobahn. Die Gier nach Tempo in mir. Okay, Gasfalle aktiv. Gasfalle aktiv. Sie sind nicht autorisiert, dieses Fahrzeug zu steuern. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Ja, schon gut. Hast du gehört? Das Auto spricht. Okay, wir müssen die Gasleitungen hier halt scharf kriegen, ne? Ja, ich merk's schon. Ich habe noch zwei und einen Hubschrauber hinter mir. Oh, warte mal ganz kurz. Ihr Gesicht ist zu dunkel für meine Sensoren. Was, Bitch? Danke. Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Das Geld mussten wir gerade mal mitnehmen. An alle, Verdächtiger ist noch in der Nähe. So, hier wieder rechts. Dann die Ampel schalten wir aus. Dann haben wir jetzt hier eine ganze Reihe von Ampeln. Bleibt mit Händen und Füßen immer durch Nacht. Tornados. Yo, der ist direkt vor meiner Schnauze explodiert. Gehören die Straßen uns. Hey, Leute, hier ist das Police Departure. Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes KI-Auto. Ich hab die wieder unscharf gemacht. Der Wagen hat den Film zitiert? Ja. Yeah. Das ist so Meta. Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Ich habe ihn dort lang getrieben. Schneidet ihm den Weg ab. Okay, da haben wir jetzt einige Fallen. Einige Fallen scharf gemacht. Ein Krankenwagen sofort! Er hat einen erwischt! Over! Da ist immer noch was hinter mir. Dämliche Hubschrauber. Vor allem der schießt mit dem Scharfschützengewehr auf mich. Tunnel! Ein Tunnel! Hier PH2. Verdächtiger ist in einem Tunnel. Kein Sichtkontakt mehr. Ich schneide ihm den Weg. Mein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Okay, der Hubschrauber ist jetzt nämlich hier. Jetzt geht's mit... Alter, der Hubschrauber ist zu smart. Okay, der Hubschrauber ist falsch geflogen. Der Vollidiot. Zentrale, wir haben ihn aus den Augen verloren. Wir suchen weiter. Okay, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Er hat mich nicht gesehen. Der Wagen ist so auffällig, das muss man doch sehen. Ja gut, so schlau sind die dann doch wieder nicht. Der Dame da vorne, der Knöpfen oder der... Eine Patrouille wurde auf der Person, der Knöpfen wird gleich erstmal das ganze Geld ab. Weil den Wagen, den haben wir kaputt gemacht.
sind alle weg. Ich gehe zur Garage. Bin unterwegs. 512 Tacken, dankeschön. Wie viel hast denn du eigentlich so? Ich bin Devin von Devin und ich bin... Sie sind nicht Devin. Devin von Devin ist attraktiv. Was? Und sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens Von Devin. Aber wir haben ein entsprechendes Auto geklaut. Mann, im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. So, aber wir haben gerade der ärmsten Person in der ganzen City fast ihr ganzes Vermögen abgenommen. Ich fühle mich gerade schlecht, weil wir das so getan haben. Das war nicht so gut. Das war richtig mies von uns. Können wir so einfach nicht anders sagen. Das war einfach mies. So, da haben wir den Wagen. Er sieht natürlich wieder ganz aus jetzt. Oh Mann, dieses Auto. Das Auto ist echt heiß. Ja, Mann. Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Hast du gehört? Nein. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es derart hochentwickelt. Was? Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass Sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devin von Devin. Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt... Zählt es auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon. Naja, das ist schon in Ordnung. So, Leute. Folge ist lang genug. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Nachdem wir jetzt unsere Belohnung erhalten haben. Sage ich doch, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Burger. Tschüss.